Moin Moin Hero Maniacs, hier ist Sascha und ich begrüße euch heute zu einem kleinen Vorstellungsvideo zu Warface. Ja, richtig, Warface, der dynamische Free-to-Play-Multiplayer-Shooter von Crytek. Yep, das sind die Jungs, die in der Vergangenheit für diese legendären Spieleserien wie zum Beispiel Far Cry oder auch Crysis bekannt waren. Und ja, wie ihr nun eingeblendet seht, das heutige Video ist eine Produktplatzierung. Denn die Jungs von Crytek sind auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich nicht Bock hätte, ihren Team-Shooter mal ein bisschen näher vorzustellen. Und ja, da ich solche Videos mal alle paar Monate mache, also eine Produktplatzierung, weil sie einfach dem Kanal helfen, wollen wir uns heute mal ein bisschen Warface anschauen. Eine Sache ist mir noch ganz wichtig zu erwähnen, Warface oder allgemein das Video heute dazu, mir werden keine Worte in den Mund gelegt. Ich entscheide selbst, was ich hier sage. Wenn mir Dinge nicht gefallen, dann sage ich das so. Ansonsten würde ich so eine Produktplatzierung niemals annehmen. Ja, alle Links und alle Infos zu Warface in der Videobeschreibung und ja, ich würde sagen, wir stürzen uns einfach mal rein. Ja, Warface, wie ich anfangs schon sagte, ist ein dynamischer Free-to-Play-Multiplayer-Shooter und das Spiel sieht sich selbst so ein bisschen als MMO-FPS an. Das heißt, man hat auf der einen Seite PvE-Komponenten, wie hier zum Beispiel solche Koop-Missionen, wo man mit 4 bis 5 Teammitgliedern, Menschlichen, auf eine Mission geht, man erfüllt ein Ziel, man hat Nebenziele, die versucht man abzuschließen. Da gibt es, wie man sieht, eine ganze Menge von diesen Missionen. Da gibt es noch diese Special Operations, die man auf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden abschließen kann. Es ist so ein bisschen wie, ja, wie in vielen anderen Shootern der Story-Modus, möchte ich fast sagen. Auch wenn es halt losgelöste Missionen sind. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Versus-Komponente, die PvP-Komponente. Und ja, hier haben wir momentan, glaube ich, 8 Spielmodi. Ich glaube, es gibt bis zu 9 sogar, soweit ich gehört habe, wo so klassische Sachen drin sind wie Bombe legen, Beherrschung, jeder gegen jeden, Team Deathmatch. Also all das, was man von einem Team-Online-Shooter erwartet. Und dazu haben wir dann noch 4 unterschiedliche Klassen. Also wir haben den Schützen, wir haben den Sanitäter, wir haben den Ingenieur, den ich noch nicht freigeschaltet habe, dummerweise. Und wir haben den Scharfschützen. Und dazu haufenweise Waffen bis zum Umfallen, um ehrlich zu sein. Da wird jeder irgendwas finden, was ihm Spaß macht. Ich würde aber sagen, wir springen jetzt einfach mal in ein Match Beherrschung rein, weil das der Modus ist, der mir am meisten Spaß macht in vielen Multiplayer-Spielen und schauen mal, wie es sich so ein bisschen spielt und am Ende zeige ich euch noch ein bisschen PvE-Zeug. So, dann gehen wir mal rein und ja, in der ersten Sache, die ich euch direkt zeigen kann, ist, dass wir hier eine Lobby haben, die tatsächlich nicht komplett voll ist und das ist etwas, das habe ich jetzt mehrfach erlebt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob es einfach eine schlechte Uhrzeit jetzt für den Moment ist, aber ich habe es mehrfach erlebt, dass, wie gesagt, so Lobbys 5 gegen 4 waren. Und das ist, ja, eine Sache, die nicht so super spaßig ist, um ganz ehrlich zu sein. Ich hoffe tatsächlich, dass es jetzt einfach am Tag liegt. So, ich werde mal gleich nach A kommen. Oh, da ist schon, da ist doch einer gelaufen. Ich habe ihn doch gesehen. Ich habe ihn doch gesehen. Ja, verstecken bringt nichts. So, erledigt. Holen uns hier Punkt A. Damit kontrollieren wir alle Punkte, was relativ... Oh, oh, was war das denn? Wow, da kommt er einfach so auf mich zu und zielt erst in letzter Sekunde. Sein Fehler. Sein Fehler! So, ich versuche mal A zu verteidigen. Da hinten wird um Charlie wird schon kräftig gekämpft. Die Hälfte ist geschafft. Gute Arbeit. Oh, da vorne... Ja, das hat nicht ganz funktioniert. Da habe ich mir... Ah, ich weiß zumindest, wo er ist. Da, irgendwo da oben ist der Kerl. Ah, guck mal, da kommt er runter. Ja, 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 so, so schon mal gar nicht. So, Dreier-Kill-Serie sieht doch gut aus. Ich gehe jetzt nochmal nach Charlie, versuche meinen Jungs mal zu helfen. Ich höre irgendwo hinter. Okay, das ist ein Teamkollege. Suchen mal. Zack, 4. Kill. Oh, 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 oh. Da haben sie mich noch erledigt. Da haben sie mich noch erledigt, dummerweise. Schade. Ich könnte natürlich auch jetzt auf eine andere Klasse wechseln, wie man jetzt hier sieht. Also ich könnte den Sanitäter spielen und meinem Team einfach helfen, Leute wieder aufheben, Healthpacks hinwerfen. Ich könnte den Scharfschützen spielen. Ich finde tatsächlich, diese Map habe ich ein paar Mal gespielt. Die bietet sich in meinen Augen nicht so super stark für Scharfschützen an. Das mag aber auch mein noobiger Ersteindruck sein. Ich sehe gerade, bei C brennt immer noch die Hütte. Also gucken wir mal, dass wir nach C kommen. Oh, wir verlieren gerade mehr. Hätte ich fast gehabt. Oh, da kam der mit der Pumpe um die Ecke. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen.
Auf Entfernung hätte ich vermutlich sogar richtig eine Chance gehabt, auch wenn es 3 gewesen wären. Aber es läuft ganz gut für uns. Man sieht das oben. Wir führen deutlich. Also, ja, selbst wenn wir ein paar Punkte verlieren, sollte kein so großes Problem sein. Der Sieg ist unser. Kommt schon. Punkt Bravo geht verloren. So. Von wo werde ich... Oh, ich habe nicht mal gesehen, dass sie da oben drauf war. Naja, warum sollte ich auch plötzlich Game Sense entwickeln, Freunde? So, gehen wir hier runter. So, die haben jetzt Alpha und Charlie. So, hier haben wir einen Teamkollegen. Jetzt könnten wir tatsächlich, wenn der mir helfen würde, könnten wir hier hochgehen. Das wäre ein Shortcut. Warte mal, weil der kommt nicht mit. Das heißt, wir nehmen den langen Weg. So, und jetzt sehen wir eines der dynamischen Events, was hier passiert. Das heißt, die Map verändert, was heißt verändert sich, aber es ist richtig gerade ein Sandstürmer, die Map rein. Und das hat man noch auf... Oh, ist noch ein. Ich seh dich. Boah, so schlechtes Aim, ey. So schlechtes Aim. Dass quasi immer so solche Events passieren, die Map ein bisschen verändern. Das finde ich ganz cool. Boah, diesmal nicht, Buddy. Ich wusste, dass du hierher kommst. I knew it. Okay. Wo bist... Ah, da oben. Ah. Ist, wenn ich auf den Kopf ziele, dann bin ich schon ein bisschen effektiver. Logischerweise. So, ich versuche jetzt immer noch A zu holen. Mal gucken, ob ich da irgendwie hinkomme. Werfen da mal eine Granate rein. Wow, das war ein fantastischer Wurf an der Stelle. Ich sollte mir selbst auf die Schulter klopfen. Oh, verdammt, da hat er mich weggeholt. Wie schlage ich mich gerade? 8-6. Ja, ich bin zumindest im positiven KD-Bereich. Das ist das, was zählt. Das sind die kleinen Siege im Leben, würde ich sagen. Ah. Ja, es bleibt nicht mehr ganz so positiv. Vielleicht soll ich tatsächlich mal... Wir könnten ja mal auf den Sanitäter wechseln. Ich glaube, das ist der mit der Schrotflinte. Vielleicht können wir dem Team da ein bisschen helfen noch. Oh, wow. Hier brennt gerade die Hütte an C. Ja, das wäre natürlich jetzt... Oh, das wäre natürlich jetzt ziemlich optimal, um da reinzugehen mit... Warte mal. Um da einfach jetzt reinzugehen. Schön mit einer Pumpe. Zack, weggeholt. So, Defi brauchen wir gerade nicht. Ich kann mich zu mir selbst heilen. Ja, da ist die Runde schon vorbei. Ja, 9-7, da bin ich relativ zufrieden eigentlich. Das hätte deutlich schlechter laufen können. Damit kann man noch arbeiten. Ja, wie wir sehen, jetzt gibt es ein Map-Vote nach der nächsten Map. Und ja, da kann man sich natürlich daran beteiligen, wenn man weiterspielen möchte. Das Problem ist tatsächlich, dass je nach Map es einen anderen Modus gibt. Also jetzt, glaube ich, hier wird Invasion gespielt. Und wenn man das... Oh, erstaunlicherweise 27% Treffergenauigkeit. Wundert mich ein bisschen. Wie gesagt, wenn man das nicht spielen möchte, wenn man einen bestimmten Modus einfach spielen möchte, dann geht man halt nach dem Match zurück ins Hauptmenü, wählt seinen bevorzugten Spielmodus nochmal aus. Eigentlich gar kein Thema. Also ich bin so jemand, ich spiele, wie gesagt, das ist jetzt in den Matches, die ich bisher gespielt habe, habe ich wirklich am liebsten einfach Eroberung gespielt, weil das, ja, egal in welchem Multiplayer-Spiel, immer so mein Liebling ist. So, jetzt haben wir hier die letzte Klasse freigeschaltet, den Engineer, das Tutorial, dafür werde ich jetzt mal nicht spielen für den Moment. Ich gehe auch mal ganz kurz ins Hauptmenü zurück. Und wir sehen, für bestimmte Modi gibt es dann sogar Boni, weil es gibt ja hier diese Waffen dann zu kaufen und alles. Es ist nur mal ein Free-to-Play-Spiel, machen wir uns nichts vor. Blackwood wird von Öl und Unfrieden angezogen, wie Maden von einem Kadaver. Das Lebensblut der Welt steht auf dem Spiel. Blackwood darf unsere Energiereserven nicht kontrollieren. Jedes Anzeichen von Blackwood im Nahen Osten muss ausgemerzt werden. So, wir sind jetzt mal in einer der PvE-Missionen drin. Und wie wir hier sehen, wir sind hier gerade mit 4 anderen Spielern in einem Heli, landen jetzt in einer Einsatzzone und da unten stehen schon die Gegner und versuchen uns wegzunehmen. Ja, das ist jetzt die PvE-Komponente des Spiels. Das heißt, wir treten jetzt hier gemeinsam, oh, da hinten steht noch einer, gegen, ja, man möchte es fast Bots nennen, also quasi von der KI gesteuerte Spieler an und versuchen uns natürlich jetzt hier so ein bisschen durchzuarbeiten. Das ganz Coole ist tatsächlich,
während wir hier immer noch angegriffen werden, da oben waren noch ein paar, ist tatsächlich, dass dieser Zusammenarbeitsaspekt relativ gut funktioniert. Also man arbeitet hier als Team, man versucht schön sich zu decken, obwohl wir gerade keine Kommunikation haben. Ich kriege das ja selbst gerade mit. Also hier ist jetzt keiner gerade mit Headset drin, aber trotzdem jeder weiß irgendwie, was er tun muss oder tun soll. Und jeder erfüllt irgendwie seine Aufgabe. Oh, da haben wir einen mit dem Schild. Das sehe ich tatsächlich zum ersten Mal. Aber die Teamkollegen sind sofort dabei. Wir nehmen den hier raus und weiter geht's. So, auch hier kommen natürlich die unterschiedlichen Klassen ins Spiel. Oh, da hinten ist tatsächlich noch einer geschützt wieder. Das heißt, jeder kann hier spielen, was er will. Also wir haben hier tatsächlich gerade 4 Soldier dabei. Und haben, wenn mich nicht alles täuscht, also 4 Soldaten und wir haben einen Scharfschützen dabei. Ihr könnt aber natürlich wechseln, man könnte eine ganz andere Klasse nehmen. Je nachdem, oh, guck mal, da wurde ein Kollege zu Boden gehauen. Jetzt wäre ein Sunny ganz hilfreich, hier liegt sogar noch ein zweiter. Die haben sich ein bisschen zum Kuscheln hingelegt, die beiden. Ich helfe erstmal, oh, ich habe keine Munition mehr, das ist natürlich jetzt ganz schlecht. Jetzt sollte ich auch erstmal selbst Munition zu mir nehmen. Wow, wird hier gerade unser ganzes Team erledigt. Da sieht man mal, wie wichtig Zusammenhalt ist. So, okay. Die stehen alle wieder. Dir helfen wir oder euch helfen wir auch noch auf die Beine gleich. Oh, da hinten ist... Okay, ich sehe, was das Problem ist. Uns da vorarbeiten können vielleicht. Ich weiß tatsächlich nicht, ob wir noch... ich meine, ich kann hier meinen Teamkollegen Munition geben, aber das Problem ist gerade... Vielleicht kann man sich ein bisschen hinarbeiten. Bisschen näher ran. So, den nehmen wir. Oh, der hat eine Bazooka gehabt. Was geht denn da ab? So, das Schöne ist, der wurde jetzt schön zur Seite abgelenkt. Dadurch sind wir jetzt hier schön durchgekommen. Das war sehr clever gemacht von unserem Teamkollegen. Der ist nach unten gegangen, hat das Focus Fire auf sich gerichtet. Und dadurch konnte ich den Kerl wegnehmen. I like. Was man auch sagen muss, also das Spiel ist jetzt nicht mehr so super neu. Es ist schon ein paar Monate. Ich glaube, es kam vor ein paar Jahren zum ersten Mal raus. Es sieht tatsächlich zum Teil noch ganz schön aus. Einige Sachen sind so, ja, texturmäßig. Das sieht vielleicht ein bisschen altbacken aus, aber gerade Wasser, das konnte Crytek natürlich schon immer. Wow, wow, wow. Ich weiß nicht, womit der da hinten zielt. Das ist ein Sniper. Ja, nehmen wir Welle nach Welle an Gegner weg. Jetzt hoffe ich, dass unser Sniper hier vorne gute gut arbeitet. Da oben ist noch einer drauf. Den nehmen wir auch direkt weg. So. Ja, und für das Erfüllen der Mission kriegen wir natürlich Punkte. Und ich finde es eine ganz nette Abwechslung, dass wir hier wirklich einfach eine PvE-Komponente drin haben. Und das hat nicht jeder Shooter, weil ich meine, der Fokus des Spiels... Wow, Alter, wie schnell kommt hier denn an? Der Fokus des Spiels liegt natürlich ganz klar auf dem PvP-Aspekt in meinen Augen. Aber man macht das schon ganz gut, dass man hier diese PvE-Elemente nicht komplett für nichtig erklärt. So, dir helfen wir mal auf. Zack. Oh, da kommen noch mehr. So, ich schlag mich gerade ganz gut. Hab die meisten Kills hier. Ja, irgendjemand muss das Team hier am Leben halten. Blutige Noobs hier. Okay, da... Ich glaube, da hinten ist ein explosives Fass. Können wir ein bisschen die Umgebung zerstören. Das ist übrigens auch was, was mir sehr gut gefällt. Das werden wir... Oder haben wir vielleicht eine PvP-Komponente schon gesehen. Dass es wirklich dieses Spiel sehr dynamisch ist. Das heißt, du hast dynamische Events, die Karten verändern. Also hier sehen wir es gerade so ein bisschen. Aber zum Beispiel so Sandstürme oder sowas. Das ist ganz cool. Sowas mag ich so. Wir können uns hier aktivieren. Tun wir das doch mal. Oh, jetzt schon, glaube ich, der Kollege. Ja, sehr schön. Oh, ich habe ein schlechtes Gefühl, wenn ich so eine Höhle sehe. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl. Also echt nicht die beste Waffe, die ich habe, um auf Entfernung zu gehen. Wow. Sekunde, ich wollte gerade sagen, der gehört nicht zu uns. Irgendwas gehört hier nicht zu uns gerade. So, jetzt dürfen wir hier mit dem Auto fahren. Oder zumindest ist es unser Checkpoint. Auto fahren ist nicht. Wiederherstellung und Wiederbelebung abgeschlossen. Okay. Oh. Ah, da kommt wieder so ein paar Schildkerle. Natürlich besonders gefährlich, haben wir jetzt schon ein paar Mal gemerkt.
auf und zwei Seiten eingekesselt. Sehr geil. Das ist natürlich, muss richtig cool sein, wenn du wirklich mit einem festen Team spielst, dass du wirklich so ein bisschen, ja, dich richtig absprechen kannst, dass komm, jetzt einer nach links flankieren, einer nach rechts flankieren. Ich glaube, das ist ganz cool. Ja, ich habe es bisher wirklich nur alleine ausprobiert. Also ich habe jetzt nie mit einem festen Team oder irgendwas gespielt. Sondern ich bin bisher alleine reingegangen, habe versucht, ein bisschen das Spiel zu verstehen. Da hat er mich. Wow. Okay, zumindest komme ich auf die Beine. Okay, und da haben wir schon das Ende der Mission erreicht. Es hätte jetzt tatsächlich noch Bonusziele gegeben, dass ich zum Beispiel Leute mit einem mit einer Schalldämpferwaffe hätte erledigen sollen. Das ist der Heli. nicht hier rein, sondern da vorne rein. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, weil ich die entsprechende Waffe einfach nicht hatte. Oh, was respawnst du denn direkt vor mir? Was ist denn da los? So, da hätte man jetzt noch drauf achten können. Wir sehen es hier, töte Feinde mit schallgedämpften Waffen. 20 Stück, führe Combo-Kills aus. Beides habe ich jetzt nicht gemacht, aber ja, in gewisser Weise, es geht darum, reinzugehen, ein bisschen Spaß zu haben. Und das ist schon ganz cool. So, wenn jetzt hier der Kollege es schaffen würde, in den Heli einzusteigen, was er gerade nicht schafft, jetzt schafft das. Warte mal, sind wir nicht mit 5 Leuten? Ah, ne, ich wollte gerade sagen. Ja, und damit hätten wir zum Beispiel die PvE-Mission geschafft.